Was geht? Servus, wir sind zurück mit einem weiteren Video. Ich will heute mit euch gemeinsam dieses Option Pack öffnen. Ich habe jetzt über das Wochenende die Gems of the Game Challenges gemacht. Wir werden 5 Amethyst Gems of the Games gleich angezeigt bekommen. Und ich möchte mit euch gemeinsam aussuchen, euch zeigen, was möglich ist. Die Challenges werden wahrscheinlich nicht mehr online sein. Ich meine, sie gehen nur bis Montag. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, dann ist es wahrscheinlich leider schon zu spät. Wenn ihr die Challenges gemacht habt, dann schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wen ihr zur Auswahl hattet und wen ihr genommen habt. Let's go, wir öffnen das Ding. 90 plus Gems of the Game, da sind geile Karten dabei. Da sind richtig geile Karten dabei. Ich erinnere nur an Saphir Klimen. Und ich sehe schon eine Karte, die mir von einer Person, nämlich dem Coach hier aus der Community empfohlen wurde. Und das ist Justice Winslow. Ich bin auf Small Forward und auf Shooting Guard gut besetzt. Kann man sich die Stats von den Karten angucken? Ja, Bob McAdoo, 2,6 Meter, Power Forward, Center. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hat einen D-3er, ist raus. Drew Gooden, Power Forward, Center, gute Defense. A-3er, oh oh. Aber nur 36 Ball Handling. Perimeter 67, Rebounding ist gut, Schnelligkeit ist okay. Gucken wir uns mal J.R. Smith an. 85 Defense, aber auch genau das gleiche hier mit Small Forward Shooting Guard. Eigentlich schon sehr gut besetzt bei mir. Ist halt auch ein Slasher. Defense könnte besser sein. Ah, Stärke 59. Gucken wir mal Darren Williams an. Hier haben wir auch wenig Defense. Offensiv gibt er uns viel, aber kein Dunking. Das ist auch bei einem Point Guard schon schlecht. Selbst am Anfang vom Game schwierig. Tempo ist allerdings da. Und jetzt gucken wir uns mal Justice Winslow an hier. 96 Defense, 87 Offense, 1,98. A-3er. Defense wird richtig crazy sein, denke ich mal. Wir werden wahrscheinlich MLK verkaufen können, wenn wir den jetzt hier haben. Das wird wahrscheinlich auf Justice Winslow hinauslaufen. Rebounding ist auch stark, Tempo ist stark, wir werden Justice Winslow nehmen. Das ist unsere Wahl. Danke an den Coach für das Hochpreisen von Justice Winslow, weil sonst, gut, ich hätte ihn wahrscheinlich anhand von dem, was ich jetzt gesehen habe, trotzdem genommen, aber es ist immer gut, wenn man auf Nummer sicher gehen kann. Wir packen den jetzt mal in unser Team. Könnte auch eigentlich erstmal Vince Carter ersetzen. Wir haben ja noch Robert Covington, der auch ein richtig guter Power Forward, Small Forward ist. Aber ja, wir gucken jetzt erstmal, was der so kann. Gucken uns den Release an, gucken uns Dribble Moves an. Zu Defense können wir leider nicht viel sagen. Da ist er. Movement, okay. Oh, der Release ist schnell. Lefty. Gehen wir mal auf Hall of Fame. Gucken wir mal, was er da drauf hat. Oh, schneller Lefty Release. Ich mag das. Müssen halt den Release-Punkt treffen. Ist. Uff, der ist nicht schwer. Der ist nicht schwer zu treffen. Das sage ich jetzt hier im Freestyle. Wir werden es dann wissen, wie es ist, wenn es online ist. Justice Winslow auch immer ein Spieler gewesen, von dem man sich immer mehr erwartet hatte, als das, was er gezeigt hat. Ich bin immer spät hier. Aber von Verletzungen geplagt, ne? Canceln den hier. Boah, der gefällt mir sehr, sehr gut. Uiuiuiuiui. Da gibt 2K aber Liebe für einen Spieler, der in der echten NBA nichts gerissen hat. Wir nehmen den. Wir nehmen den, wir nehmen den. Mir gefällt es gut. Moving Shot, wie sieht es da aus? Das ist jetzt ein Moving Dreier mit einem Spieler, der 82 Dreiern wahrscheinlich plakettenmäßig eher auf Defense ausgelegt ist. Das ist schwierig. Wie sieht es Dunkmeter aus? Ja, gar kein Problem. Gucken wir uns gerade nochmal die Plaketten von Justice Winslow an. Also die Plaketten von Justice Winslow sehen folgendermaßen aus. Wir haben Herausforderer und Off-Ball-Pass auf Hall of Fame und dann 17 Goldplaketten. Posterizer, Flink, Abseits vom Ball, Erlöser, Fastbreak, Dribble Guard, Post Lockdown, Pickausweicher Glove, Abfangjäger, Pogo Stick, felsenfester Abräumer, Obliger Mixmaster, Körperkontakt Finisher, Knöchelmörder, Blitzangriff, das ist Quick First Step, starkes Handling, On-Ball Bedrohung und dann noch Zonen Prodigy. Kann noch bekommen, ja, die ganzen Shooting Badges. Könnte man vielleicht auch nochmal Passgeber geben. Das ist eine sehr, sehr starke Karte. Ich werde sie auf jeden Fall in mein Liner packen und dann werden wir in den nächsten Videos und Streams Justice Winslow sehen. Tut mir leid, dass ich so dunkel bin. Ich
Hab vergessen, meine Kamera einzustellen. Ich wollte jetzt dieses Video so schnell wie möglich machen. Ich denke, das geht aber klar. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen.